Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten meines Infodienstes Agilsmart. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu dem ersten Teil eines mehrteiligen Kurses zum Thema Esst Weizen, trinkt Milch. Ja, dieses Thema habe ich schon sehr häufig angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Ich kann die Gelegenheit nutzen, hier sitzend auf der Terrasse ganz in der Nähe der Adria zu Ihnen zu sprechen, Ihnen Stoff zu vermitteln. Ja, warum habe ich mir dieses Thema vorgenommen und warum denke ich, dass es Sie interessieren könnte? Denn wir beschäftigen uns ja mit Agilsmart oder in Agilsmart mit dem Ziel Leben ohne Krankheit und ich beschäftige mich damit, Ihnen dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen, Ihre Lebensqualität zu verbessern und wir haben schon eine ganze Menge Methoden vermitteln können und die Rückmeldungen von denjenigen, die die Methoden auch eingesetzt haben in der Selbstanwendung, haben mir immer wieder Motivation gegeben, weiterzumachen auf diesem Weg, ihnen zu helfen, Leben ohne Krankheit, denn Leben ohne Krankheit ist ja möglich. Unser Umfang bei Leben ohne Krankheit beschäftigt sich ja, oder Inhaltsbereich beschäftigt sich ja hauptsächlich mit Methoden, die gegen Herz-Kreislauf-Erkrankung, Todesfall, Ursache Nummer 1, Krebs, Todeslistenursache Nummer 2, gegen Infektionserkrankungen, die immer mehr zunehmen, ganz besonders im Zusammenhang mit den multiresistenten Keimen, die in Krankenhäusern aufgenommen und verbreitet werden. Und letzten Endes viertens, Hauptrichtung Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Damit beschäftigen wir uns. Was hat das mit Esst Weizen, trinkt Milch zu tun? Ich habe das deshalb aufgenommen, weil ich der Meinung bin, viele Menschen essen kein Weizen, essen kein Getreide, trinken keine Milch, weil sie meinen, sie würden das nicht vertragen. Und sie vertragen es auch nicht. Sie haben eine Empfindlichkeit gegenüber diesen Nahrungsmitteln und deshalb meiden sie es. Das ist natürlich eine Variante, das zu meiden, nur es Sie werden kennenlernen im Kurs, dass es nicht darum geht, hier durch Weizen und Milch wegzulassen, weglassen dieser Lebensmittel, besser zu leben, sondern wenn wir Empfindlichkeiten gegenüber diesen Lebensmitteln, gegenüber Weizen, Milch haben, dann ist das ein Hinweis bei den allermeisten Menschen von Ihnen, die nämlich darunter leiden, ist es ein Hinweis, dass die Verdauung gestört ist, dass die Verdauung gestört ist. Und es könnte sein, dass sich auch beim Weglassen dieser Erkrankungen die Verdauung noch mehr verschlechtert und sie auf schwere chronische Erkrankungen zusteuern. Das ist nicht bei allen so. Sie werden in dem Kurs lernen, um festzustellen, ob das bei Ihnen auch zutrifft. Und Sie werden auch lernen, die Empfindlichkeit gegenüber Weizen und anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Milch, diese Empfindlichkeiten zu überwinden, ganz leicht, mit ganz einfachen Mitteln, die auch wiederum nicht mit Gefahren und Risiken zusammenhängen. Sie wissen, in Agilsmart beschäftigen wir uns nur mit Methoden, die keine Gefahren, keine Risiken und keine Ängste verbunden haben zu Folgeerkrankungen. Das ist also ganz, ganz anders. So, und ehe ich jetzt starte, möchte ich mich ganz kurz vorstellen bei Ihnen, bei denjenigen, die mich vielleicht nicht kennen. Mein Name ist Werner Ulrich. Ich bin klinischer Strahlenphysiker, also kein Arzt, kann also keine ärztliche Empfehlung geben. Bin als klinischer Strahlenphysiker mein Leben lang, also über 40 Jahre, weit über 40 Jahre, im klinischen Bereich tätig, im Bereich Nuklearmedizin, Röntgendiagnostik, Strahlentherapie, Schmerztherapie, in diesen Dingen tätig. Ich bin gleichzeitig aber auch Geschäftsführer des Unternehmens Dr. Ulrich Medizintechnik GmbH. Ich bin Erfinder mehrerer patentgeschützter Produkte und Verfahren. Ich habe Medizintechnik entwickelt. Ich habe Technik entwickelt zur Körperpflege. Ich bin dabei weiterhin gerade über dieses Agile Smart
über dieses Portal, diesen Infodienst, immer mehr Menschen zu helfen, zu leben, ohne Krankheit zu kommen. Und das alles ist ein Angebot für Sie. Und nehmen Sie zumindest die Informationen auf, verbessern Sie damit Ihr Wissen. Und dazu bin ich da und da sehe ich meine Aufgabe. So, soweit zu mir. Ich bin jetzt im Moment gerade an der Adria und nehme dieses Video hier auf und gebe die entsprechenden Texte dazu ein. Und hier werden Sie also kennenlernen, werden Sie lernen, wie Sie Ihre Verdauung wieder in Gang bringen. Denn eine Empfindlichkeit gegenüber Weizen und Milch scheint bei den meisten Menschen jedenfalls eine gestörte Verdauung zu sein. Und Sie werden also die Hintergründe kennenlernen. Wir werden uns mit Gluten, mit glutenfreien Dingen beschäftigen, mit Milch, mit einigen althergebrachten Schwindel. Wir werden uns mit dem Lymphsystem beschäftigen, dass Sie immer in der Form, seien Sie nun medizinischer Laie oder seien Sie Mitglieder von medizinischen Heilberufen, dass Sie das gut erlernen können, dass Sie es gut aufnehmen können und dann am Ende ganz frei entscheiden, ob Sie diese Dinge übernehmen, ob Sie sie ausprobieren und ob Sie so zu besserer Lebensqualität kommen, zu leben ohne Krankheit. Ja, wie bin ich dazu gekommen, diesen Kurs aufzubauen, anzuwenden, ihn anzubieten? Ja, ich habe immer mehr Menschen, sowohl in meiner Verwandtschaft, in meiner Familie, auch unter Kolleginnen, Kollegen getroffen. Ich lese auch über die Menschen in der Literatur, sehe es in Filmen, dass sie der Meinung sind, sie müssen Weizen und Milch meiden. Und da kommt es zu Ersatzprodukten dazu. Und das Studium der Literatur hat mir gezeigt, dass das nicht notwendig sein muss. Und das Studium der Literatur hat mir gezeigt und die vielen, vielen Ergebnisse auf der Welt von Studien, die ich aufgenommen habe, informativ, diese haben mir gezeigt, dass es vielleicht sogar gefährlich ist, einfach durch Meiden dieser Symptome, durch Meiden von Weizen und Milchunverträglichkeiten, dass wir dann eben ein Problem gelöst hätten. Nein, wir meiden bloß ein Symptom und es geht nicht an die Ursachen und ich möchte Ihnen helfen, die Ursachen zu beseitigen und Sie damit vor ansteigenden, schweren Erkrankungen eventuell zu bewahren. Ja, mein Wissen habe ich zum größten Teil aus diesem Buch. Esst Weizen heißt das. Es ist von Dr. John Ja, und ich muss sagen, ich habe dieses Buch schon mehrfach mit Begeisterung gelesen, kann es Ihnen auch empfehlen und ich halte mich inhaltlich, zumindest auch von der Struktur, weitestgehend an dieses Buch und Sie werden unter diesem Video werden Sie also nicht nur verschiedene Links finden zu den nächsten Teilen, unter diesem Video werden Sie auch finden die Literatur dazu, zu dem Buch Esst Weizen, die Literaturangabe für diejenigen, die das Buch gerne auch lesen möchten. Und ich werde in dem Kurs an vielen Stellen mich auf Studien, auf Ergebnisse beziehen, auf Literatur beziehen. Wenn Sie dort Fragen dazu haben, senden Sie mir eine E-Mail. Wenn Sie genau Literaturangaben dazu haben möchten, senden Sie mir eine E-Mail. Wenn Sie alle Literaturangaben haben möchten, dann muss ich Sie auf das Buch verweisen. Das finden Sie dann in dem Buch selbst. Ja, da wir uns ja hier mit Dingen nahe in der Medizin beschäftigen, möchte ich zunächst erst einmal einen wichtigen Beitrag hier bringen, nämlich den Ausschluss der medizinischen Haftung. Hierbei diesen Text, den ich jetzt vorlese, den können Sie auch unter diesem Video als PDF sich ansehen und durchlesen. In diesem Kurs werde ich Ihnen immer wieder empfehlen, schwerverdauliche Lebensmittel wieder in Ihre Ernährung aufzunehmen, was durch ein ausgewogenes Verhältnis zu anderen Lebensmitteln möglich wird und das Verdauungssystem stärkt. Sollte Ihr Arzt, Ihr Hausarzt bei Ihnen jedoch eine Krankheit diagnostiziert haben, bei der diese Lebensmittel kontraindiziert sind, vermeiden Sie diese bitte. So sollten beispielsweise Menschen mit Zöliakie glutenfrei
vermeiden und Menschen mit einer schweren oder lebensbedrohlichen Milchallergie keine Milchprodukte essen etc. Wenn Sie an einer dieser Krankheiten leiden, befolgen Sie bitte die Anweisung Ihres Hausarztes, da in solchen Fällen der Verzehr derartiger Lebensmittel Ihre Gesundheit schädigen kann. Das gesamte Material in diesem Kurs ist zu Informations- bzw. Lehrzwecken gedacht. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob unter Berücksichtigung der bei Ihnen vorliegenden Symptome oder Ihres Gesundheitszustands die hier ausgesprochenen Ansichten oder Empfehlungen für Sie anwendbar sind. Die in diesem Buch enthaltenen Anweisungen und Ratschläge sind keinesfalls als medizinischer Rat oder als Ersatz für medizinischen Rat gedacht. Die Informationen in diesem Buch sollen in Verbindung mit einer Beratung und Betreuung durch Ihren Arzt angewendet werden. So wie Sie es auch bei jedem Programm zur Entgiftung oder zum Gewichtsmanagement tun würden, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie mit diesem Programm beginnen. Ihr Arzt müsste wissen, an welchen Krankheiten Sie unter Umständen leiden und welche Medikamente und Ergänzungsmittel Sie einnehmen. Wenn Sie schwanger sind, Medikamente zur Entwässerung oder gegen Diabetes einnehmen, an Leber- oder Gallenbeschwerden oder einer diagnostizierten Krankheit leiden oder irgendwelche Medikamente einnehmen, sollten Sie nur nach ärztlicher Anleitung verfahren. Sie müssen 16 Jahre oder älter sein, um den Empfehlungen dieses Kurses zu folgen. Diese Empfehlungen sind für Personen unter 16 Jahren weder gedacht noch anwendbar. Die in diesem Buch aufgestellten Behauptungen wurden nicht von einer Regierungs- oder anderen staatlichen Administration geprüft. Der Inhalt dieses Kurses ist nicht dazu gedacht, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln oder ihnen vorzubeugen. Soweit also dazu. Und ich möchte Sie bitten, sich nach diesen Empfehlungen, nach diesen Anweisungen, nach diesen Ausschlusskriterien zu richten. Ja, zum Formellen. Wir werden also mehrere Teile in diesen Kurs abhandeln. Immer geht es um Esst Weizen, trink Milch. Und in den Teilen geht es also darum, dass Sie in mehreren Kapiteln oder Teilen etwas erfahren. Zum Beispiel erst einmal im Teil 1 ein Blick auf die Ursachen von Weizen, Milchunverträglichkeiten und Teil 2 dann die Lösung. Entfachen Sie das Verdauungsfeuer in Ihrem Innern. So in den Teil 1 gibt es also 5 Kapitel. Sie können diese Kapitel unter diesem Video lesen. Es ist Kapitel 1, Schuldspruch ohne fairen Prozess. Kapitel 2, Weizen, Forschungsergebnisse, die für ihn sprechen. Kapitel 3, Milchprodukte, Lebensmittel und Medizin. Kapitel 4, es liegt nicht am Getreide, sondern an den Lymphgefäßen. Kapitel 5, wenn im Verdauungstrakt nichts mehr geht. So, das also zu dem Teil 1. Sie können sich immer zu den Teilen hindurchklicken. Wenn Sie fertig sind, sind das aktive Links und zunächst ist das nur unter diesem Video aufgelistet. Ebenso der Teil 2 mit den Lösungen. Ja, Sie haben also, wenn Sie diesem Kurs folgen, die Chance, bessere Lebensqualität zu bekommen. Ich helfe Ihnen dazu mit der Vermittlung der Informationen, mit der Steigerung Ihres Wissens dazu. Und lassen Sie mich jetzt streng an das Buch von Dr. John Dujard haltend die Einführung geben. Die gluten- und milchfreie Ernährung hat die Reformkostindustrie im Sturm erobert. Die Lebensmittelhersteller erkennen, dass sie, um wettbewerbsfähig zu sein, eine glutenfreie Variante ihrer Produkte anbieten müssen. Studien zeigen, dass innerhalb eines einzigen Jahres nicht weniger als 100 Millionen Amerikaner glutenfreie Produkte konsumieren. Und sie können das übernehmen, auf Europa und auf Deutschland. Milchfreie und Milchersatzprodukte sind häufiger geworden. Der Markt für Milchalternativen in den Vereinigten Staaten hatte 2015 ein Volumen von 2,09 Milliarden US-Dollar und er wächst weiter. Ich lade Sie ein, mir Gesellschaft zu leisten bei der Untersuchung der Gründe für Nahrungsmittelempfindlichkeiten und der häufig damit verbundenen gluten- und milchfreien Diäten, die so im Trend liegen. Sind derartige
Verzichtsdiäten wirklich notwendig? Ich habe diesen Kurs zusammengestellt, weil ich schon seit 30 Jahren meinen Mitgliedern, Abonnenten helfen möchte, den Mitgliedern, Abonnenten des AgelSmart-Kurses helfen möchte, wieder Weizen, Milchprodukte und andere schwerverdauliche Lebensmittel zu essen. Und zwar einfach, indem ich ihr Verdauungssystem durch einen kompletten Neustart stärke und ihnen helfe, die stark verarbeiteten Varianten dieser Nahrungsmittel zu umgehen über diesen Kurs. Das Phänomen, das sogenannte Grain Brain, die Vorstellung, dass Gluten unser Gehirn und unsere Gesundheit schädigt und da gemieden werden sollte, wurde inzwischen durch eine wissenschaftliche Entdeckung in Frage gestellt, die eine Erklärung für die Reaktion vieler Menschen auf Weizen und Milchprodukte liefert. Forscher entdeckten im Gehirn und im zentralen Nervensystem ZNS Lymphgefäße, die Abfallprodukte direkt in das Hauptlymphsystem des Körpers ableiten. Das ist eine bahnbrechende Entdeckung, da bisher der Wissenschaft die Existenz dieser Gefäße nicht einmal bekannt war. Die Forschung zeigte, dass zahlreiche Giftstoffe, einschließlich der Beta-Amyloid-Ablagerung oder Plaques, die im Zusammenhang mit der Alzheimer-Erkrankung auftreten, aus dem Gehirn über dessen Lymphkanäle abtransportiert werden, während wir schlafen. Diese Forschungen sind deswegen so bedeutsam, weil sie vermuten lassen, dass in Fällen von Grain Brain und anderen gesundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit Nahrungsmittelintoleranzen diese Lymphgefäße in Gehirn und ZNS unter Umständen ebenso wie andere Lymphkanäle verstopft sein können. Und daher der Lymphfluss und der Abtransport von Giftstoffen aus dem Körper beeinträchtigt sind. Die logische Schlussfolgerung lautet dann, eine Verstopfung der Lymphgefäße kann eine verstärkte Immunreaktion und damit eine Entzündung im Körper verursachen. Entzündungen stehen in diesem direkten, im direkten Zusammenhang mit einer Vielzahl von Verdauungsproblemen, Nahrungsmittelempfindlichkeiten und anderen gesundheitlichen Problemen. Zu all diesen kann ich Studien vorweisen, beziehungsweise Ihnen die Literatur auf Anfrage dazu zusenden. Folglich sind möglicherweise nicht das Getreide und die Epidemie von Nahrungsmittelempfindlichkeiten schuld, sondern es sind die Lymphgefäße. Ein gesundes Lymphsystem beginnt mit einer guten Funktion des oberen Verdauungstraktes und einem gesunden Darmtrakt. Es ist das wichtigste Kreislaufsystem, das sowohl Nährstoffe als auch Giftstoffe aus dem Verdauungssystem verarbeitet. Wenn die Fähigkeit zur Verarbeitung bestimmter Proteine zusammenbricht, was heute in unserer Stress- und giftbeladenen Welt nur allzu häufig geschieht, verstopfen Proteine wie Gluten und Casein aus Milchprodukten schließlich das Lymphsystem, das den Darmtrakt umgibt. Mit der Zeit entstehen Blockaden im lymphatischen System, das die Abfallprodukte aus jeder Körperzelle abtransportiert, was zu den Nahrungsmittelintoleranzen führt, die wir Nahrungsmittel wie Weizen, Milchprodukte und anderen anlasten. Unsere direkten menschlichen Vorfahren haben seit 3,4 Millionen Jahren Weizen und anderes Getreide gegessen. Und die Frühmenschen haben vor 30.000 Jahren Weizen zu Mehl gemahlen. Damit ist der Weg zum weiteren Verzehr von Weizen in der modernen Zeit ganz klar vorgezeichnet. Das Lymphsystem von Blockaden freimachen, das Verdauungssystem durch einen Neustart stärken und Schwerpunkt unserer Ernährung von Einfachzuckern auf gute, gesunde Fette in Verbindung mit vollwertigen, naturbelassenen Lebensmitteln verlagern. Ihr Verdauungssystem hat die Aufgabe, nicht nur Nährstoffe zu liefern, sondern auch gefährliche Giftstoffe aus dem Körper zu leiten. Wenn Ihre Verdauung schwach ist, ist das schlichte Weglassen von Weizen und Milchprodukten eine übermäßige Vereinfachung des wahren Problems und weit davon entfernt, das Übel an der Wurzel zu packen. Viele Menschen verbringen Jahre damit, ihre Ernährung immer wieder umzustellen, um von bestimmten Lebensmitteln verursachten Symptomen, um bestimmte von Lebensmitteln verursachten Symptomen zu vermeiden und sich so vor weiteren Reiz- und Entzündungszuständen des Verdauungstraktes zu schützen. Aber damit tun sie nichts gegen die eigentliche Ursache. Wenn man durch simples Weglassen bestimmter Nahrungsmittel nur die Symptome einer
schlechten Verdauung behandelt, kann dies zu gravierenden gesundheitlichen Problemen führen. Streicht man beispielsweise das Gluten aus der Nahrung, wenn der Grund für Glutenintoleranz in Wirklichkeit in einer schwachen Verdauung oder einem verstopften Lymphsystem zu suchen ist, so können sich unter Umständen gefährliche Giftstoffe ansammeln, die sich auf Jahre hinaus in den Fettzellen, auch im Gehirn, ablagern. Auch dazu liegen Studien vor. Die Literaturquellen gebe ich auf Anfrage gern bekannt. Sie verspüren zwar vielleicht eine Linderung der Symptome, wenn Sie Weizen und Milchprodukte einfach aus Ihrer Ernährung streichen, aber dieses Gefühl von Gesundheit und Wohlbefinden kann trügerisch sein. Ihr Unvermögen, Gluten oder Milchprodukte zu verdauen, kann ganz besonders, wenn Sie früher dazu in der Lage waren, kann bedeuten, dass Sie unnötig gefährlich krankmachenden Giftstoffen ausgesetzt sind, die nicht vollständig verdaut oder neutralisiert werden. Die Stärke Ihres Verdauungssystems ist der Schlüssel zu einem langen Leben in Gesundheit und Vitalität. Ich möchte diesen Satz gerne wiederholen. Die Stärke Ihres Verdauungssystems ist der Schlüssel zu einem langen Leben in Gesundheit und Vitalität. Die Entscheidung darüber, ob Sie Gluten oder Milchprodukte essen können, sollte nicht Ihr schwaches Verdauungssystem für Sie treffen. Vielmehr sollten Sie selbst sich aus freien Stücken für oder gegen Gluten und Milchprodukte entscheiden. Wir müssen aufhören, Symptome zu behandeln, was wir im Westen ja auch so gut können, und uns endlich der dringenden Aufgabe zuwenden, die Grundursache unserer Lebensmittelunverträglichkeit zu beheben, den schlechten Zustand unseres Verdauungssystems. Soweit also die Einleitung, und wir werden also hier in dem Kurs gemeinsam lernen, wie wir zu besserer Lebensqualität kommen.